Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Channel. Im letzten Part haben wir ein Pikachu zu Besuch bekommen. Ja, das kam einfach zu uns hinein und es möchte jetzt zusammen mit uns fernsehen. So, dann machen wir mal den Fernseher an und gucken uns mal ein bisschen um hier. Reportkanal! Nee, das wollen wir nicht. So, da haben wir hier neue Kanäle. Schau mal, hier Nachrichtenkanal. Pokémon-Nachrichten. Enton. Mauzis Vor-Ort-Interview. Ich bin hier mitten im Geschehen. Mega. Immer wenn es kalt wird, was? Scheiße, nur um warm zu werden. Bin ich ein Ofen oder was? Ah ja. Pikachu scheint das. Ja, da hast du's. Das war meine Live-Berichterstattung. Was macht Pikachu nur? Aber Pikachu scheint es zu gefallen in dem Fall. Kecleons verschwinden. Kecleon vom Kleeblatt rein ist verschwunden. Kecleon ließ unlängst verlauten, dass es zum Mount Schneefall wollte. Seitdem wurde es nicht mehr gesehen. Aber man weiß, dass Kecleon sich immer mal wieder unsichtbar macht. Daher macht sich auch niemand richtige Sorgen um sein Verschwinden. Und doch ist es eine rätselhafte Geschichte. Ist Kecleon wirklich zum Mount Schneefall gegangen? Oder haben wir uns diese Geschichte nur ausgedacht? Panik! Im Kleeblatthain gab es heute Morgen eine Massenpanik. Dort fanden sich Teddy Ursa in zahlreicher Menge ein. Es soll chaotisch, aber auch sehr putzig gewesen sein. Wie kam es dazu? Pikachu, ich sehe nichts. Livy besuchte seines Blattes wohl. Verwechselt. Für die Behörden ist dieser Vorfall nichts weiter als ein Missverständnis. Während es für die Teddy Ursa. Mein Gott, der Untertitel ist so langsam. Tatsächlich eine maßlose Enttäuschung darstellte. Ja, der Übersetzer, der. Das ist auch schwierig, so einen Enton zu übersetzen. Ne? Sie trotteten mit den hängenden Köpfen in die Berge zurück. Okay. Und das waren die Pokémon-News für heute. Vielen Dank. Oh, ein Pfiffchen. Oh, wie süß. Ist das Werbung? Soll das Werbung sein? Pika. Trailer. Welches Pokémon versteckt sich da? Schreibt's in die Kommentare. Ja, super. Wohin genaues Quiz? Teste dein Wissen. Ja, immer diese Werbeunterbrechungen hier. Aber süß. So Artworks von Pokémon. Klar, warum nicht? Die Pokémon-News. Schon wieder. Das war einfach. Das war Werbung, ne? Hä? Enton schläft einfach. Wir bitten um etwas Geduld. Okay, dann schalten wir mal um. Was haben wir hier sonst noch so? Hier haben wir Shopping-Kanal. Den gucken wir uns jetzt auch mal näher an. Shiggys Shopping-Kanal, nicht wahr? Shoppen mit Shiggy. Es ist wieder Zeit für Shoppen mit Shiggy. Auch heute habe ich wieder tolle Angebote für euch. Dieses Item steht heute an erster Stelle. Ein Ordner! Mensch, schaut euch diesen perfekten Ordner an, um Dinge ordentlich und sicher aufzubewahren. Expresslieferung garantiert. Und wer jetzt bestellt, bekommt noch einen gratis Ordner dazu. Und nun das Wichtigste, der Preis. Genau, 10 Poké-Dollar. Nicht 11, nicht 12, nein, 10. Und wenn ihr bestellt, bekommt ihr gratis dieses Item dazu. Ein Sammelkartenpack. Mensch! Möchtest du das kaufen? Bestelle jetzt für nicht 12, nicht 15, nein, für nur 10 Poké-Dollar. Und du bekommst das gratis Pack dazu. Und dies ist unser nächstes Item. Oh, scheiße, ich hätte es bestellen müssen. Eine Voltoball-Puppe. Eine Schönheit in Handarbeit gefertigt. Perfekte Rundheit. Diese perfekte Naht. Eine echte Rarität, liebe Freunde, sage ich euch. Das gibt es für uns heute. Fragen wir einen Kunden nach seiner Meinung.
Die coolste Sache überhaupt. Und nun das Wichtigste, der Preis, liebe Freunde. Der Preis ist heiß. Genau, 11 Poké-Dollar. Heute für nur 11 Poké-Dollar. Wird morgen um 2 Uhr geliefert. Möchtest du das? Ja, ich möchte es kaufen. Ich möchte die Voltoball-Puppe. Das ist die Voltoball-Puppe bestellt. Und dies ist unser letztes Item für heute. Das Wing-Ingenau-Poster. So ein wunderbares Design. So wunderbar schick. So blau. Wie gefällt euch das? Es ist so realitätstreu. Es könnte so echt sein. Einfach mega süß. Meint ein nicht bestochener Gast. Und nun das Wichtigste, der Preis. Auch nur 10 Poké-Dollar. Mensch, was ist denn das heute? Wir hauen diese minimalistischen Preise raus für Raritätprodukte. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich möchte es kaufen. Du hast nicht genug Poké-Dollar. Schade. Hat euch die Show gefallen? Schaltet bald wieder ein bei Shoppen mit Shaggy. Mensch. Haben wir wieder was rausgehauen. Das war Shoppen mit Shiggy, liebe Freunde. Da haben wir jetzt wenigstens eine Voltoball-Puppe. Voltoball-Puppe uns gegönnt. Bei diesem unschlagbaren Preis. Ich meine, wer. Da muss man schon zugreifen. Hallo, ihr da vor dem Bildschirm. Los geht's, trainiert mit mir, bringt euch in Form. Schaltet ein und werdet fit. Aerobic mit Cosilla. Oh je. Ja, da werden wir auch noal vorbeischauen. Aber. Sag mal, kommt die Voltoball-Puppe jetzt wirklich erst morgen? Weil das ja hier so auf Echtzeit ist und so. Gibt es auch Tag- und Nachtzyklus? Das würde mich auch interessieren. Das war's, oder? Nein. Okay. Tschüss. Pikachu ist enttäuscht. Du hast den Fernseher ausgemacht. Ja, Pikachu, das reicht. Shoppen mit Shiggy, das war jetzt erstmal. Das reicht erstmal. So. So, hier geht's zur Haustür, da können wir nicht hin, ne? Pikachu möchte sich der Fernseher eigentlich. Ich möchte aber raus. Ich möchte mit dir spazieren gehen, Pikachu. Nein. Pikachu ist ein bisschen verärgert. Pikachu, ich möchte mit dir rausgehen. Pikachu, nein. Pikachu ist enttäuscht. Pikachu. Wir können nicht den ganzen Tag fernsehen. Ach, Pikachu. Okay. Ja, jetzt bist du wieder glücklich, nicht wahr? Ja. Können wir in den Garten? Ich möchte in den Garten gehen. Nein, du möchtest fernsehen. Oh Mann, Pikachu! Okay, pass auf. Hä? Was machst du denn? Das macht die Tür einfach wieder zu! Hallo, ich brauche frische Luft! Ach, du hast die ganze Bude schon voll gepupst! Na, okay. Lass uns einfach fernsehen, Pikachu, schau! Hier, mach mal den Fernseher an! Ich möchte aber nicht den Shopping-Kanal! Nein, das will ich auch nicht. Mach mir den Quiz-Kanal. So. Mal sehen. Wo Ingen aus Quiz? Mal sehen. Ich bin gespannt. Es ist Zeit für Wo Ingen aus Quiz. Hier sind unsere Kandidaten. Ein Dragosso. Glumanda. Und Teddy Ursa. Bei einer richtigen Antwort bewegt sich der Sitz nach unten. Der Erste, der unten ankommt, ist unser Sieger. Zu Frage Nummer 1, Silhouettenquiz. Welches Pokémon ist das? Ja, was könnte das sein? Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren jetzt mitraten. Alter, was war das? Ein Pixie? Pipi. Ja, ein Pipi, nicht Pixie. Pipi. Ja. Wo in genau? Dragosso liegt in Führung. Genau. Was ruft da? Wo in genau? Kani Mani. Ja. Kani Mani. Das ist ja wohl nicht schwer, oder? Genau. Kani Mani. Natürlich ein Pichu. Nein. Kani Mani, nicht wahr? Das Kani Mani. Ja, das ist ja nicht.
Ist ja nicht schwer, ne? Genau. Ja. Fragoso? Ja, wie kann er eigentlich Kanimani sagen, genau, wenn er nur seinen eigenen Namen rufen kann? Er sagt Dragosso und meint damit Kanimani. Was? Wie denn? Wie das denn? Was versteckt sich da? Nochmal, was versteckt ist? Okay. Ah, das war ein Expert. Ja, genau. War ein Pokémon, das jeder kennt und liebt. Tja, das ist echt genial. Ja, Expert ist echt cool. Schade, dass wir hier nicht selbst mitraten dürfen. Das ist eigentlich ziemlich schade. Wir können hier wirklich nur den Channel betrachten. Und wohin genau? Ja, hätte ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen anders gemacht. Ich hätte da nämlich genau sehr gerne mitgeraten. Ja. Schade eigentlich. Wohin genau? Dragosso wieder hat einfach alles. Kommt zurück. Unser Sieger heißt wohin genau? Ich meine Dragosso. Ja. Zeit für unser Zuschauerquiz. Was versteckt sich da? Berühre den Bildschirm, um zu antworten. Ah, jetzt darf ich doch selbst mitraten. Das ist cool. Kindwurm, Siefer, Seepferd oder Seeper. Naja, in Wirklichkeit ist Seeper ja ein Seepferdchen. Also nehmen wir, ne? Ist das hier an. Es ist natürlich ein Kindwurm. Mensch, Freunde. Es ist ein Seeper. So. Touch-Fernseher, wie geil ist das denn? Du hast 40 Poké-Dollar erhalten! Wow, das ist eine Menge! Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren! Das war das Wohin genau Quiz. Freunde! Warum dreht sich der Bildschirm so mittelschlecht? So. Und da ist das Seeper, das mir 40 Poké-Dollar eingebracht hat. Das schiebt ein bisschen, oder? Oder ist es auf Drogen? Ich weiß es nicht. Trailer! Hallo, jeder vor dem Bildschirm! Los geht's, trainiert mit der Enttäuschung. Aerobic mit Kustula schaltet ein und werdet fit! Freunde, hey, ein Zwirlicht! Freunde, den Kustula-Channel schauen wir uns einfach dann im nächsten Part an. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Ich weiß es nicht. Also, ja. Okay. Wow, was? Hat mir schon. Tschüss! Pikachu möchte natürlich weiter fernsehen. Das war klar. Nein! Was machst du da? Mach den bloß nicht... Oh mein Gott. Pikachu schlägt den Fernseher. Hey, mach ihn nicht kaputt, der ist neu. Mit Touch. Ein alter Röhrenfernseher mit Touch. Verstehen. Immerhin, es amüsiert sich. Ja, Freunde, verpasst auf keinen Fall Aerobic mit Kustula im nächsten Part. Schaltet beim nächsten Mal einfach wieder ein. Ich hoffe, da sehen wir uns wieder, Freunde. Der nächste Part, wann der rauskommt, erfahrt ihr in meinem Upload-Plan, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Oder eben, sobald die nächste Folge on ist, findet ihr diese oben rechts in der Infocard. Könnt ihr mal jetzt reinklicken, nicht? Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, liebe Freunde. Danke, tschüss. Euer Game Tricks. So, ich hoffe, ich darf auch mal irgendwann mit Pikachu in den Garten. Das wäre schön. Tschüss.